Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch nun einmal die letzten Geheimnisse des Doomsday Heist DLCs zeigen, denn es gibt noch ein paar Dinge, die Rockstar Games aus diesem Update noch nicht in GTA Online veröffentlicht hat. Ich weiß, ihr wartet schon alle sehnsüchtig auf das nächste DLC, da GTA Online doch gerade ziemlich langweilig geworden ist, aber ich denke mal, dass wir erst die Dinge, die ich euch hier nun in diesem Video zeigen werde, dass wir diese erst noch bekommen werden, bevor Rockstar Games das nächste DLC veröffentlichen wird. Denn im Moment läuft ja gerade noch die Testphase von Rockstar Games für das neue DLC, was man ja auch anhand der QA-Beta sehen kann, und wie wir ja aus der Vergangenheit wissen, dauern diese Tests meist 2 bis 3 Wochen und dann erst erscheint das neue DLC. Und da diese Tests erst vor circa einer Woche begonnen haben, können wir wohl davon ausgehen, dass wir jetzt erst einmal noch 2 normale Eventwochen bekommen werden, bei denen wir dann wohl eben noch diese Dinge bekommen werden, die ich euch jetzt hier nun in diesem Video zeigen werde. Denn so war das Ganze auf jeden Fall in dieser Woche, denn in dieser Woche haben wir ja bereits die Tartan-Tarnung für das Oppressor-Bike bekommen und diese könnt ihr ja auch hier gerade schon im Hintergrund auf dem Panzer sehen, falls ihr jetzt nicht gerade wisst, welche Tarnung ich meine. Denn neben dieser Tarnung gibt es noch einige weitere geheime Tarnungen im Spiel und das eben für alle Waffenfahrzeuge. Insgesamt gibt es hier neben den normalen Tarnungen insgesamt 10 geheime Tarnungen. 5 von diesen geheimen Tarnungen haben wir ja bereits an Weihnachten von Rockstar Games bekommen und eine weitere eben in dieser Woche. Und so gibt es jetzt noch 4 weitere geheime Tarnungen, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, und dabei handelt es sich zum einen um die Stars-Tarnung, die aus vielen kleinen Sternen und Rockstar-Symbolen besteht, die Fließband-Tarnung, die aus vielen kleinen Symbolen besteht, wie zum Beispiel aus Kopfhörern und aus Kassetten, die Schlagring-Tarnung, die aus vielen kleinen Schlagringen besteht, und die Totenschädel-Tarnung, die eben aus vielen Totenschädeln besteht. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt nun eben in den nächsten 2 Wochen noch die ein oder andere Tarnung bekommen werden, wenn nicht gar sogar alle Tarnungen, denn wieso sollte Rockstar Games eben diese Tarnungen mit ins Spiel reinbringen, wenn sie diese am Ende gar nicht veröffentlichen? Und da wir ja bereits in dieser Woche eine Tarnung erhalten haben, gehe ich wie gesagt stark davon aus, dass wir eben hier in den nächsten 2 Wochen noch einige Tarnungen bekommen werden. Aber es gibt noch etwas ganz anderes, was Rockstar Games aus dem Doomsday Heist DLC noch nicht veröffentlicht hat, und zwar einen letzten Gegnermodus. Aber wie dieser Gegnermodus heißt, beziehungsweise um was es in diesem Gegnermodus geht, das kann ich euch jetzt leider an dieser Stelle nicht sagen, aber dafür kann ich euch was ganz anderes zeigen. Denn zu diesem Gegnermodus gibt es eine ganz bestimmte Kleidung, beziehungsweise ein ganz bestimmtes Outfit, die wir eben dann dort in diesem Gegnermodus tragen müssen, und diese kann ich euch jetzt hier schon einmal an dieser Stelle hier zeigen. Und zwar handelt es sich hierbei um so eine Art Ganzkörper-Outfit, die mich persönlich ziemlich an die Bodysuits und an die Tron-Anzüge erinnern, und auf diesen Ganzkörperanzügen erkennen wir auf jeden Fall so eine Art Netz oder was das Ganze auch immer darstellen soll. Und insgesamt gibt es von diesen Anzügen 5 verschiedene Farben, und zwar gibt es diese in Gelb, Rot, Grün, Blau und Orange, also passend für einen Gegnermodus mit bis zu 4 Teams. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Tarnungen mir doch irgendwie egal sind, auch wenn diese doch echt fresh aussehen, aber diese Outfits hier hingegen feiere ich wirklich extrem. Und deshalb hoffe ich mal, dass wir diesen Gegnermodus bald bekommen werden, sodass ich mir diese Outfits aus dem Gegnermodus rausglitschen kann und mir diese dann eben im freien Modus abspeichern kann. Denn mit diesen Anzügen lassen sich bestimmt richtig geile Outfits erstellen, wenn man da einen Maskehut, Brille-Glitch macht, wenn man sich da eine Duffelback-Tasche draufhaut und so weiter. Und das ergibt dann am Ende auf jeden Fall ein richtig freshes Outfit. Und deshalb bin ich, wie gesagt, auch mega gehypt auf diesen Gegnermodus. So, das waren jetzt nun aber auch schon die letzten Geheimnisse des Doomsday Heist DLC. Und wie gesagt, ich denke mal, dass wir entweder einen Teil davon oder sogar alles in den nächsten beiden Eventwochen bekommen werden, und danach kann dann auch schon das nächste große DLC in GTA Online erscheinen. Aber was denkt ihr denn, beziehungsweise was ist eure Meinung zu diesen ganzen Dingen? Gefallen sie euch? Wollt ihr die Tarnungen und die Outfits auch haben, oder sagt ihr eher so, scheiß auf die scheiß Tarnungen etc., ich will lieber jetzt schon das neue GTA Online DLC haben? Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung jetzt unten in die Kommentare, denn das würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. So, das war es jetzt nun aber auch schon mit diesem Video hier, und deshalb wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt noch einen hammergeilen Tag, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da, und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal bist, dann kannst du mich jetzt gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.